Wohl doch eher Dampf und Diesel trifft Kohle. Der kurzfristige Ausfall von 44, 25, 46 zwingt zum Improvisieren. So leistet 112, 708 Vorspann. Der Kohlewagenzug ist auf der Strecke Zeitz-Gera unterwegs. Für die vielen Fotofreunde ist ein kleiner Abstecher bis nach Wetterzolbe eingelegt. Zurück geht es dann über Zeitz und Tröglitz zum Kohlekraftwerk in Mumsdorf. Markant sind bis heute die Formsignale, die dem Bahnhof Zeitz ein wenig Vergangenheit verleihen. Die Leipziger 52, 81, 54 muss den langen und schweren Zug schleppen. Rund 2000 Tonnen hängen am Haken. Planmäßig sind die Kohlependel Profen-Bumsdorf mit Class 66 Dieselloks bespannt. Der schwere Zug müht sich durch das Stadtgebiet von Zeitz. Alleine könnte die Reko 52er den Zug nicht bewältigen. So muss 112 708 am Schluss nachschieben. Trotzdem ist es für die Dampflok eine Herausforderung. In Tröglitz muss der Zug in der Steigung anfahren. Neben den planmäßigen Kohlewagenzügen ist auch ein Personenzug unterwegs. Zwischen Dolben und Wetterzeube pendelt 65/10/49 mit einem BGHW-Zug.
Die 65C49 ist heute die letzte betriebsfähige ihrer Baureihe. Einst gab es 95 Stück von der Neubaudampflok, die in den Jahren 1954 bis 1957 auf die Gleise kamen. Gleich nach dem Umsetzen macht sich der Fotopersonenzug wieder auf den Weg. Einfahrt in den Bahnhof Wetterzeube. Gleich nach der Ankunft wird umgesetzt. Der straffe Fahrplan muss eingehalten werden. Leider laufen im Jahr 2011 die Fristen für 65C49 ab. Ein weiter Betrieb der großen Tenderlok aus Babelsberg ist noch nicht sicher.